den Gemüsehof habe ich jetzt gerade verlassen und ich bin auf dem Weg zum Imker. Er schleudert heute Honig. Wenn der Wald brennt, dann nehmen die ihren Vorrat. Ich bin Nicole Bretthauer und ich bin Hobby-Imker. Und dieser Wachs, der muss mit der Gabel entfernt werden. Das macht man so. Und darunter? Und darunter ist der Honig. Das hier ist jetzt der... Das ist Honig. Das, was da glänzt. Einlage. Ich schrie nach unten. Also das hier ist Frühtrachthonig. Das ist Löwenzahn drin und Obstblüten und Weide. Und der schmeckt ganz lecker, ganz süß, ein bisschen wie Honigbonbon. Wir wollen da jetzt mal eine raus und das ist auch Honig. Ich wollte sowieso gucken. Was jetzt? Ach. Ja, jetzt musst du weg. Hast du gestochen? Sag gerne, ich wurde natürlich gestochen. Und zwar hier durch die Hose durch. Das war's. Was? Ewald erklärt mir jetzt, wie man sich verhält, wenn der Stachel noch in der Haut steckt. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall, aber das ist für euch ja ganz hilfreich. Und zwar, wenn man gestochen worden ist, dann nicht mit beiden Fingern zusammendrücken und rausziehen. Dann drückt man die ganze, die ganze Giftblase wird dann ausgedrückt und geht unter die Haut. Man nimmt mit einem scharfen Gegenstand, das kann der Fingernagel sein, und drückt einfach so weg. Stramm auf der Haut drücken und wegschieben. Im Kanal habe ich mich jetzt verabschiedet. Ich habe ein Glas Honig im Gepäck und bin jetzt auf dem Weg zum Landwirt Gerken. Der hat ein eigenes Windrad.